Jo moin, Sonntagmorgen. Ja. Sonntagmorgen. Das ist jetzt hier Samstagabend. Ihr seht das am Sonntag. So, ja, Wochenende. Wie gut mal frei zu haben, passt schon. Ja, sonst kommt das ja selten vor. So, ich habe mich jetzt entschieden, habe ich eigentlich das letzte Mal schon gesagt, dass dieses Gelumpe, das war witzlos, Satz mit X. Ja. Das Gelumpe kommt von hier drüben und ich glaube, wir könnten. Wenn wir das ja da schon haben, aber dann geht's hier übers Dach. Was ja eigentlich scheiß der Hund drauf ist. Ne? Warte mal. So, wenn ich jetzt das so mache. Du kommst mal her, aber hier mal Glas hin. So. Aber andersherum. So, andersherum. Habe ich das richtig geguckt? Ja. Genau. So. Bin gerade fertig wieder mit, hab mal kurz ein bisschen Fernseher geguckt, ne? Netflix, irgendwas so ein Gelumpse man hier heutzutage guckt. Ja, das muss mal wieder sein. Lange nicht gemacht. So, da muss ein Loch rein. Zack. Hier ist sogar schon eine Rampe. Da muss kein Loch rein. Das Zeugs ist ja da oben. Da ist das ja. Ich sag mal, wir machen das auch hier wirklich zwei Stufen hoch. Ja. Und holen uns den Kram hier. Weg. Mit einem Splitter. Jetzt ist die Frage. Ein normaler Splitter. Einer, der nur Overflow macht. Ich glaube, wir machen es mal so. Ich weiß nicht, ob, wenn man jetzt hier reingeht, links Überschuss. Geradeaus alles. Ja, ich glaube, das machen wir mal so. Das heißt, du gehst da rein. Und gerade auch wieder da hinten hin. Müsst ja durchgehen, jawohl. So. Das ist der erste Stock. Jetzt müssen wir mal gucken, das ist der erste Stock. Ich mach mal den hier hin. Na komm, nein. So. So. Wenn das im ersten Stock ist, das. Eigentlich brauchen wir das jetzt da doch erstmal nicht. Wir brauchen hier auf jeden Fall ein 1er Fundament. Wie snappt denn der jetzt? Ich muss mal kurz gucken, wie der snappt. Wie heißt denn der hier oben gesnappt? Auch hinter der Wand, ne? Hinter dem Ding, ne? Und dann guckt er da unten drunter. Aus, ja. Alles klar. So machen wir das hier auch. So. Oh nein. So. Dann sind wir hier. Mach das mal weg. Das ist Glas. Das hier wird aber das. Das ist übrigens nicht in der Mitte. Verdammte Axt. Gerade wieder weg mit dem Ding. So, dann nochmal. Wir brauchen den Intelligenten, der reicht. So, lasse ich den erstmal gerade, bevor ich ein bisschen wieder dran mache. So, dann kommt das Gelumpe hier. Habe ich noch genug? Ja, habe ich. Hier lang. Der muss ja hier, das ist die Mitte. Dann muss er so und so. Jawohl. Und dann geht es hier lang. Und jetzt müssen wir gerade wieder so bauen, wie wir das da drüben gemacht haben. Der braucht erstmal hier kurz so ein Ding. Und hier so ein Ding. Kann ich eigentlich das da unten wieder abreißen? Ja, eigentlich schon. Eigentlich ist das hier jetzt ja wirklich Käse, ne? Komm.
Was wollte ich eigentlich da machen? Ach so, weg mit dir. Ja, der sollte da ja lang gehen. Komm, weg. Reißen wir dann ab. Ich mach den hier nochmal dazu. War gerade überlegen, ob ich das oben gerade wieder ändere, damit der hier wieder in der Mitte ist. Das gucken wir mal. Der ist ja jetzt ziemlich weit hinten. Okay. Gehen wir da hoch. Jetzt habe ich hier kein Jump-Pad, aber das macht nichts. Können wir hier noch hochgehen und hier noch hoch. So. Flup. Jetzt brauchen wir so ein Ding. Warte mal, das hier. Guck mal, was der da eben hat er eben gepeilt. Das ist jetzt der Mitte von der, die Mitte von dem. Ich glaube. Das war eben die Mitte von dem, was er da gepeilt hat. Der müsste so gestanden haben, oder? Oder ist der einen zu weit? Kann auch sein, dass der so gestanden hat. Das werden wir jetzt feststellen. Komm ich da dran? Ja. Huch. So. Ist der da hinten? Der ist ein Stück hinter der letzten Linie. Ja. Das ist doch richtig. Jupp. Alles klar. So, lassen wir den. So, peilen wir den. Gehen wir hier hoch. Und hier lang. Kommst du weg? Braucht man nämlich nicht mehr. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, was haben wir denn da gemacht? Da haben wir eine Glaswand gemacht. Ja, hol den erstmal hierher. Nein, das Band bitte. Komm mal hier ein Stück näher ran. So. Lass nochmal hier gucken. Da ist eine Glaswand. Da ist so ein. Ja, den habe ich jetzt eben abgemacht wegen dem. Da ist so ein Dreierbogen. Wieso eigentlich? Achso, wir machen es aber trotzdem mal so. Also, da ist ein Dreier, dann kommt eine Glaswand. Erst macht man einen Dreier, dann eine Glaswand. Okay, das mit der Glaswand passt irgendwie nicht. So, und dann den. Wände. Den. Zack. So. Dann eins. Da durch. Dahin. Da haben wir das. Jawohl. So. Dann was wollte ich hier unten eben gerade machen? Achso, hier das Ding wieder verwenden. So. Komm ran. Mitte. Ah. Der muss da jetzt nochmal weg. Der snappt nämlich sonst nicht. Nochmal so machen. So. Naja, den müssen wir auch nochmal kurz wegmachen, sonst snappt der auch wieder nicht richtig da dran. Dann fragt man sich immer, warum es nicht geht. Der läuft ja jetzt eigentlich voll. Warte mal. Ach, den habe ich ja wieder ausgeschaltet. Schuss. Genau. Hier haben wir links, hier haben wir den Überschuss. So, dann läuft der da voll. Hier machen wir auch Glas. Und zwar so. Hier können wir diese Torbögen noch. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall kommt hier alles. Das ist richtig, richtig viel Glas, ne? Hat richtig viel Licht auch. So, nicht mal so, dann kriegst du auch nämlich ein Glasdach. Gehen wir hier hinten hin. Ja. Und los. Gehen wir nach da hinten. Der ist noch nicht ganz zu, das macht nichts. Das gucken wir uns gleich an. Und fixen das. So. Und so, dann gehen wir nochmal hier hin. Okay, warte. Dann haben wir das auch. Oh, und so.
Zu. Tür zu, Affe tot. Das gerade sehe. Machen wir das so. Jawohl. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Die sind mit Absicht da unten noch nicht an. Den Kram kann ich ja wieder abreißen. Das ist jetzt erstmal soweit so gut. Da ist eine 2er Foundation sogar. Wir machen hier mal eine 1er Foundation rein. So. Dann brauchen wir dich. Du kommst dahin. So. Und wir machen aber hier auch einen hin, obwohl man das nicht müsste. Man weiß ja nie, was noch passiert. Rum. Und so. Und so. Dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Den mache ich noch nicht, muss ich einstellen. So, dann haben wir das hier, das hier, das bleibt. Da oben ist die Gangway. Was machen wir eigentlich hier? Was machen wir hier? Du kommst mal wieder weg. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Oh. Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Flup. Mann, habe ich wieder endlich vergessen, das Handy auszumachen. Was ist denn, wenn. Das ist eine 2er Foundation hier, die. So, lass mal gerade gucken. Das so machen. Komm mal her. Hä? Da. Gehen wir nach da hinten. So. Geht das hier runter? Ist hier die Kante. Was ist denn? Wie snappt denn das Ding jetzt schon wieder? Das soll er nicht machen. Hm. Nee. Du kommst mal weg. Ich brauche nochmal eine andere Foundation hier. Wenn. So, warte mal. Die kommt ja ewig in 3 Tagen nicht runter, weil das geht ja hier bergab. Da weiß man ja auch nicht, was wir irgendwann mal bauen wollen. Und hier kann ich nicht diese Gitter hinmachen. Wisst ihr, was ich meine? Hier die, weil es gibt ja bis immer noch keine Schrägen. Ohne Mods natürlich, ne? Ohne Mods. Ich hätte aber gern was hier. Was ist denn, wenn. Was ist denn, wenn? Also das wäre ganz in Ordnung, wenn man hier so lang läuft. So hier. Kann ich hier irgendwo noch was dran tüdeln, dass man da hinten. Nee. Tja. Das muss ich mir noch überlegen. Bleibt also jetzt erstmal hier. Das sind wieder so Dinge. So, komm mal her. Nein, du sollst nicht herkommen. Du sollst herkommen. Aber so rum. So und so. Warum? Warum? So. Immer aufpassen. Dann machen wir das hier drüben auch noch. Ran. Ran. So. So und so. Fällt mir nicht runter. Okay, dann haben wir das soweit. Dann brauchen wir das. Und das. Da kommt nichts dran. Okay, und dann hier haben wir schon. Da haben wir. Ich habe das ja mit Absicht noch nicht angeschlossen da. Muss ich nämlich erstmal gucken. Es sind ja gar nicht so viele Items. War da eben so ein Ding.
So viele Items, die da wirklich Overflow machen. Darum geht's ja. Die anderen sind nämlich viel zu wenig. Wir gehen jetzt mal. Habe ich eigentlich eine Gangway da hinten hingebaut? Warte mal. Hier. Komm mal her. Zack. Ne, weil hier kommen wir noch hin. Das wäre eigentlich ganz gut. Unten drunter kann man ja laufen. Aber da kommen wir, müssen wir auch noch gucken, dass wir da irgendwie reinkommen. Also, ich zeige euch das mal. Das ist sowieso vollgelaufen, sonst würde da oben ja kein Material kommen. Ja? Was ich hier meine, ist, also ich weiß, man kann ja den Schredder da hinsetzen. Es geht ja darum, den nicht hinzusetzen oder halt nur im äußersten Notfall. Hier, da läuft ja voll hier, ne? Sind es die Stangen. Deswegen läuft nichts da lang. Und dann haben wir überlegt, wo ist das Zeugs? Wo ist es? Das hier? Das ist alle. Das sind die normalen Frames, ne? Die kommen nicht durch, weil. Also damals, vor über einem Jahr, ist es ja so gemacht worden, ich hatte ganz am Anfang alle Items, die ins Lager gingen, auf einem einzigen Band. Aber dann ist halt mit dem Overflow und es wird nicht so viel abgebaut. Eigentlich funktioniert es nur, wenn ständig was verbraucht wird, dann ist es kein Lager. Und dann habe ich einige Sachen ausgegliedert, was ein Akt war, die nochmal zu legen. Das waren zum Beispiel diese Röhren, die waren vorher auch da drauf und da oben war noch irgendwas. Ach hier, die Platten auch, die. Ja, hier, die Frames. Das komplette Lager leer von diesen Frames, weil jetzt diese Stangen da vollgelaufen sind. Und das tun wir jetzt. Also es sind eigentlich das, was immer vorläuft, sind die Stangen und die Dinger. Die zwei. Die können nicht mehr vorlaufen und das. Und das sind alles andere, läuft ja bis zum St. Nimmerleinstag eigentlich. Das heißt, wir holen uns mal. Als erstes, ich muss da noch was friemeln. Hier muss ich irgendwie eine Gangway bauen. Ja. Das muss ich irgendwie noch machen. Aber es ist schon in Ordnung. Wir holen uns mal als erstes. Das muss ja auch noch gemacht werden. Meine Fresse. Und hier so. Hier hätte ich gerne Tür. Hier kommt das Zeugs rein. Was habe ich gesagt? Stangen und. Jetzt muss ich selbst mal hier gucken. Hol mir mal hier. Ach, ich brauche Tür, verdammt. Die haben wir noch ein Loch reingemacht. Du gehst jetzt hier. Das ist aber kein programmierbarer, ne? Scheiße. Mittlerer Ausgang. Ich hätte hier die Programmierbaren machen müssen. Und nicht die, wie heißen denn die Dinger? Eisenstangen. Nach rechts. Mach mal. Ja, ich glaube, ich muss die austauschen für die Programmierbaren. Da kannst du nämlich mehrere Items. Die Stahlträger. Und nach links. Alles Unbestimmte. Steht der verkehrt rum? Weil da die Stangen durchgelaufen sind. Wie rum steht denn der? Steht doch richtig rum. Hier ist doch der Eingang. Kann ja nur so gehen. Geradeaus, rechts, links. Das habe ich nicht gebrückt. Was habe ich nicht hier gemacht? Geradeaus. Rechts. Ich schließe den mal hier an. Der müsste sowieso gleich stoppen, weil es ist ja da voll. Wenn was anderes kommt als außer Eisenträger und Stahldinger. Ne, seht ihr ja hier. Stahl, das läuft jetzt gleich voll. Wenn das vorläuft, ist das blockiert, geht es nicht mehr weiter. So viel ist es gar nicht hier, guck mal. Mhm. Okay, jetzt lassen wir mal da oben gucken. Innen drin habe ich ja noch nichts eingestellt. Aber ich muss die Dinger, glaube ich, auf die Programmierbaren umstellen. Die sind, sonst ist das Käse.
So viel kommt da gar nicht. Ja, da kommt deshalb jetzt nicht so viel, weil der da vorne ist ja nur programmiert, dass er nur den Overflow weitergibt. Ausschließlich den Overflow. Und den Overflow hast du dann, wenn sich das Band stoppt. Da sind sie. Den Overflow hast du ja nur, wenn das Band sich volltüdelt. Da muss man jetzt nur gucken. Da kommen natürlich auch einige andere Sachen dabei. Warum ist zum Beispiel, ich tue mal den hier noch, damit man das genauer machen, zack, hoch, wieder zerstören. Wenn wir für nichts. Was ist denn das? Ach hier, ich habe eben gedacht, was ist das denn hier? Da ist ein Busch unten drunter. So, jetzt haben wir jetzt hier von diesen Stangen gleich kein Overflow mehr. Ja, der Lüft hilft jetzt nichts, weil es stockt ja nichts. Die Stahlträger dürften auf jeden Fall auch schon. Das ist. Obwohl jetzt, ihr seht ja jetzt zum Beispiel hier, ich erkläre es mal für Leute, die da erst neu im Spiel sind oder sonst was, das hat ja damals schon, war das ja Diskussion und ich weiß gar nicht mehr, warum das dann so war. Ich habe ja die Stangen rausgelöscht, ne? Das Stangending ist ja jetzt nicht voll. Trotzdem gehen Stangen, obwohl sie gesagt wurden, da rein, an diesem vorbei. Ihr seht da ja Stangen drauf, ne? Warum? Das haben die damals auch erklärt, warum das so ist. Dass da irgendwie nicht jedes da reingeht und geradeaus weitergeleitet wird. Das ist, war das jetzt. Das sind ja intelligente Splitter, glaube ich, oder sind das programmierbare? Mal gucken, intelligente. Hier, jetzt sind zum Beispiel Stahlträger. Normalerweise müssten alle da rein, tun sie aber nicht. Das würde nur passieren, wenn du den geradeaus auch definierst. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel geradeaus Beton kommt. Hier kommt auf Beton und Stahl und ihr würdet sagen, geradeaus Beton und links Stahl und rechts nichts, dann würden die direkt da, dann würde es ja nicht weitergehen, weil der hat ja, kriegt ja gesagt, nö. Ne? So lässt er das Ding aber alle ein bisschen durch, warum auch immer, die haben es damals erklärt, ich weiß es nicht mehr, warum das ist. Und das ist eigentlich auch Mist, das sollte nicht sein. Das ist aber auch wieder irgendwas, was, überlegt mal, wann kam denn diese Splitter, ne? Nie gefixt oder nie geändert worden. Ich finde das nicht gut. Ich finde auch die Weigerung nicht gut. Keine Logiksteuerung reinzubauen, weil sie sagen, es wäre dann zu kompliziert. Naja gut, wer mit Logiksteuerung zu kompliziert ist, der soll einfach keine bauen. Man darf das Spiel halt nicht so machen, dass man eine Logiksteuerung haben muss. Man muss es freiwillig machen. Ja, so, die, jetzt seht ihr auch, ich habe das da rausgelöscht, ne? Trotzdem laufen die hier weiter. Also auf jeden Fall kommt jetzt erstmal nichts, weil hier ist kein Stau drauf. So, in der nächsten Folge kümmern wir uns jetzt nochmal darum, um das da richtig zu programmieren. Und dann nochmal innen drin zu gucken, wie das dann da ist. Das ist ja ein reines, deswegen heißt das Ding ja Overflow, ne? Das kriegt ja wirklich nur Material, wenn das andere da hinten voll ist. Und auch nur will ich gucken, dass da nur bestimmte weitergegeben werden. Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.